Handgezinkte Schubladen, darum geht es in diesem Video. Für manch einen ist es die Königsdisziplin beim Holzwerken eine handgezinkte Schublade. Für andere ist es das Schreckensszenario schlechthin. Ich zeige euch in diesem Video, dass es gar nicht so schwer ist, handgezinkte Schubladen zu bauen. Auch für moderne Vollauszüge, für Unterflurauszüge könnt ihr handgezinkte Schubladen bauen. Das ist meiner Meinung nach kein Widerspruch. Moderne Beschläge und althergebrachte Holzverbindungen. Im Gegenteil, das ist eine sehr schöne Kombination, die sehr viel Freude macht. Das nachfolgende Video ist schon ein paar Jahre alt. Es stammt aus dem Online-Kurs zum Bau einer kleinen Kommode. Ich blende euch die mal hier ein. Da sind eben diese Schubladen verbaut. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Kommode auch komplett nachbauen. Ich verlinke euch alle Infos zu den Online-Kursen. Aber in diesem Video geht es nur um die Schubladen und da spielt es keine Rolle, in welches Möbel das eingebaut wird. Also betrachtet dieses Video ruhig ganz losgelöst vom Online-Kurs, zu dem es eigentlich gehört. Ihr könnt natürlich auch Flachdübel nehmen zum Verbinden der Ecken. Ihr könnt einen Falz anfräsen, Nut und Feder. Ihr könnt Runddübel nehmen, Domino-Dübel, was ihr wollt. Ich finde aber, zu einem solchen Möbel passen handgezinkte Schubladen sehr gut, auch wenn man sie wirklich nur beim Aufziehen sieht. Ich zeige euch nachher meine Variante, wie ich Zinken mache. Jeder Holzwerker, jeder Schreiner wird seine eigene Methode haben. Auch ihr werdet mit der Zeit eine eigene Methode entwickeln, um Zinken zu machen. Ich zeige euch, wie gesagt, meine Variante und ich finde, diese Variante ist recht einfach. Sie bedarf keiner speziellen Schablone oder Hilfsmittel, lediglich eine Zinkenschablone zum Anreißen. Die könnt ihr euch im Notfall selbst machen. Ich verwende die Steigung 1:6. Das finde ich optisch sehr ansprechend. Ihr müsst dieses Handzinken natürlich üben. Und je mehr ihr übt, desto leichter geht das Ganze von der Hand. Ihr werdet irgendwann, wenn ihr das oft genug gemacht habt, so schnell sein, dass ihr eine solche Schublade innerhalb von einer Stunde zinken könnt. Bevor ich euch das Zinken erkläre, erkläre ich euch aber noch, wie ihr überhaupt zu den Maßen der Schublade kommt. Ihr habt zwar eine fertige Zeichnung, aber ihr wollt ja sicherlich irgendwann auch selbst Schubladen planen. Das ist einfacher, als ihr vielleicht denkt. Ihr sucht euch zunächst einmal den Beschlag aus, den ihr haben wollt. Für hochwertige Möbel wie diese hier finde ich einen solchen Unterflurauszug am besten. Dabei sitzt die Schublade auf dem Auszug. Weder in geschlossenem noch in offenem Zustand ist dieser Beschlag zu sehen. Ihr habt bei einem solchen Beschlag viele Einstellmöglichkeiten, was besonders bei dieser Konstruktion hier mit der einschlagenden Front und den schmalen Spaltmaßen wichtig ist. Da könnt ihr nachher noch alles einstellen. Natürlich kommt der Beschlag nachher hier oben hin, da die Schublade oben ist. Zum Zeigen habe ich ihn nur nach unten gelegt. Und diese Beschläge erfordern einige spezielle Maße. Die gibt der Hersteller euch vor. Ihr müsst also gar nicht viel überlegen, sondern nur auf der Zeichnung, die ihr beim Hersteller bekommt oder beim Beschlaghändler, alle Maße ablegen, lesen, die ihr braucht. Das wäre zum Beispiel die Schubladenlänge. Bei diesem Beschlag von Blum ist die Schubladenlänge die Nennlänge minus 10 mm. Das ist sehr einfach auszurechnen. Die Nennlänge wären in dem Fall 300 mm, das ist ein 300 mm langer Auszug. Die Schublade wird 290 mm. Etwas komplexer ist die Schubladenbreite, denn die gibt der Hersteller innen an. Denn der Hersteller des Beschlages weiß ja nicht, wie dick ihr euer Material hier macht. Daher ist dieses Innenmaß angegeben und das errechnet sich aus dem lichten Innenmaß des Korpuses minus 42 mm. Also auf jeder Seite 21 mm bis zu dieser Kante hier, innen. Das dritte Maß ist auch angegeben, das ist dieser Überstand hier. Dieser Überstand verdeckt den Auszug, positioniert auch die Schublade. Der ist hier angegeben mit 12 bis 15 mm. Also maximal 15 mm, sonst funktioniert euer Beschlag nicht mehr. Das sind die wichtigsten Maße. Und diese 15 mm sind bis Unterkante Schubladenboden, da ja der Hersteller des Beschlages auch nicht weiß, wie dick euer Schubladenboden wird.
dann habt ihr im Prinzip alle relevanten Maße. Wichtig ist noch bei dieser Art von Auszug, dass die Materialstärke maximal 16 mm betragen darf. Zwar passt dickeres Material in diesen Abstand hier dazwischen, aber wenn euer Material noch dicker wird als 16 mm, dann habt ihr nicht mehr den vollen Verstellweg, den der Auszug bietet. Das gleiche gilt auch für diese 7 mm hier oben. Die solltet ihr auch einhalten, also zum nächsten Schubkasten oder zu einem Boden oder wie hier zur Traverse. Wird dieser Abstand kleiner, wird das Einhängen der Schublade schwieriger und ihr habt auch den Verstellweg nach oben und unten nicht mehr so, wie ihr ihn vielleicht braucht. Auf den Punkt gebracht heißt das, ihr müsst euch bei der Planung von Schubladen stur an diese Maßangaben des Herstellers halten und die sind von Hersteller zu Hersteller und auch von Beschlag zu Beschlag unterschiedlich. Sucht euch also erst den passenden Beschlag aus, dann schaut ihr euch die Zeichnung an und dann plant ihr die Schubladen. Und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch das Zinken dieser Ecken. Ich zeige euch eine Ecke, das ist ja an allen anderen Ecken gleich. Ich zeige euch das nahezu in Echtzeit. Ihr bekommt also wirklich einen Eindruck davon, wie lange das Zinken einer solchen Ecke dauert. Bevor ihr zinkt, müsst ihr aber noch diese Nuten hier machen für den Schubladenboden. Die könnt ihr auf verschiedene Arten machen. Ihr könnt sie fräsen, ihr könnt sie sägen oder ihr könnt sie, wie ich es gemacht habe, mit einem Nuthobel machen. Das funktioniert bei diesem Yellow Poplar, das sich sehr gut hobeln lässt, wirklich hervorragend. Und es geht eigentlich auch schneller als das Einrichten einer Fräse. Eine Zinkenverbindung von Hand zu machen ist im Prinzip gar nicht so schwer. Ihr braucht ein paar gute Werkzeuge und vor allem etwas Übung. Der erste Schritt beim Zinken ist das Anreißen. Zunächst einmal müsst ihr die Materialstärke am Streichmaß einstellen. Stellt euer Streichmaß so ein, dass das Schneidrad minimal übersteht. Also ihr etwas mehr einstellt, als eure Materialstärke beträgt. Mit dieser Einstellung ritzt ihr das Zinkenbrett leicht vor. Nicht zu tief, später wird noch tiefer angerissen. Erst einmal nur ein leichter Anriss, damit ihr wisst, wie tief gesägt werden darf. Dann werden die Zinkenpositionen angezeichnet. Das ist in dem Fall symmetrisch, 15 mm vom Ende. Die erste Zinke, dann 41 mm und davon ausgehend eine Zinkenbreite wieder von 15 mm. Diese Einteilung könnt ihr im Prinzip frei wählen. Die Zinken sollten nicht zu schmal werden. Das Ganze sollte noch stabil sein. Ihr könnt das mehr oder weniger nach optischen Gesichtspunkten aufteilen. Und mit einer solchen Zinkenschablone ist das Anreißen besonders einfach. Ihr habt direkt die Schräge und die gerade Linie nach unten, ohne dass ihr das Werkzeug wechseln müsst. Und dieser Anriss hier, der stoppt sozusagen euren Bleistift an der richtigen Position. Das Problem ist, wenn ihr zu tief anreißt und seid am Sägen, passiert es schnell, dass ihr so weit sägt, wie ihr angerissen habt. Egal, ob das zu tief ist oder nicht. Reißt also nur so weit an, wie ihr auch sägen wollt. Bleibt lieber noch etwas vom Riss weg. Denn wenn ihr zu tief sägt, werden das kleine Löcher in der Zinkenverbindung. Das sieht dann nicht so schön aus. Dann dreht ihr euer Brett um oder legt es flach hin, ganz wie ihr wollt. Und zieht euch die Linien auch noch auf die andere Seite. Diese Linien entsprechen dann genau euren Sägeschnitten. Macht diese Anrisse bereits so genau wie möglich, vermeidet zu viele Linien und
nehmt einen dünnen Bleistift, etwa 0,5 mm Minenstärke, das ist okay. Und der Härtegrad HB funktioniert auf Holz sehr gut. Das ist nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Und jetzt könnt ihr auch schon sägen. Gewöhnt euch beim Zinken an, immer im Abfall zu sägen. Bei den Zinken ist das noch nicht so wichtig. Bei den Schwalben ist das sehr wichtig. Denn wenn ihr bei den Schwalben auf der falschen Seite sägt, dann habt ihr Lücken genauso breit, wie euer Sägeblatt ist. Welche Säge ihr benutzt, ist im Prinzip auch egal. Wichtig ist nur, dass ihr eine Säge habt, mit der ihr gut zurechtkommt und mit der ihr einen geraden Schnitt hinbekommt. Achtet vor allem darauf, auf der Rückseite nicht zu tief einzusägen. Das passiert vor allem bei Japansägen sehr leicht. Wenn man bei Japansägen auf den Rücken achtet, dass der gerade ist, sägt man hinten zu tief, weil die Japansägen trapezförmig sind. Lasst euch beim Sägen Zeit, denn ein misslungener Sägeschnitt ist sehr schwer zu korrigieren. Ich habe mein Brett jetzt umgedreht und schaue mir nochmal die vorherige Rückseite an und säge hier und da, wo es notwendig ist, noch ein wenig nach, damit ich genau auf meinem Riss bin. Und jetzt reißt ihr nochmal dort, wo gestemmt wird, mit eurem Streichmaß kräftig nach. Dann habt ihr nachher eine kleine Fuge, einen Riss, in den ihr euer Stemmeisen ansetzen könnt, ohne dass es verrutscht. Und das ist alles auf einer Linie. Bei solchen dünnen Brettern funktioniert es sehr gut mit einer solchen Laubsäge. Das ist eine Goldschmiede-Laubsäge, den Abfall grob herauszusägen und dann nur noch mit dem Stemmeisen ein klein wenig nachzustechen. Ihr müsst aber aufpassen, wenn euer Material zu dick wird, dann funktioniert das mit diesen Sägen nicht mehr, dann verläuft das Sägeblatt sehr stark.
Der Rest wird jetzt noch gestemmt. Dazu spannt ihr euch euer Werkstück fest. Nehmt ein scharfes Stemmeisen und stemmt am Riss entlang. Also setzt das Stemmeisen in den Riss ein. Es kann dann nicht mehr verrutschen. Und jetzt stemmt ihr nach unten. Dabei haltet ihr das Stemmeisen leicht schräg, sodass ihr euren Zinkengrund etwas aushöhlt, etwas hinterstemmt. Und stemmt nur bis zur Mitte. Danach wird das Brett umgedreht. Und ihr arbeitet von der anderen Seite. Meist sind nach dem Stemmen noch Holzfasern in den Ecken oder der Zinkengrund muss noch etwas nachgearbeitet werden. Das macht man vor dem Übertragen der Zinken auf die Schwalben, auf das Schwalbenbrett, sodass wirklich dieses Zinkenbrett komplett fertig ist. Vor allem hier in den Ecken müssen alle Späne raus, alle Fransen, die noch stehen, müssen weggestochen werden. Das macht ihr am besten mit einem schmalen Stemmeisen. Mit einem schmalen Stemmeisen braucht ihr viel weniger Kraft als mit einem breiten Stemmeisen. Und dann könnt ihr leichter und genauer arbeiten. Arbeitet immer von einer Seite zur Mitte hin. Dann dreht ihr euer Brett um. Und arbeitet wieder von außen zur Mitte hin. So vermeidet ihr, dass ihr versehentlich mit dem Stemmeisen abrutscht, euch eventuell in den Finger schneidet oder im günstigsten Fall noch das Werkstück kaputt macht. Also immer von außen zur Mitte hin, nie ganz durch. Das wäre das Zinkenbrett. Jetzt werden diese Zinken auf das Schwalbenbrett übertragen. Achtet dabei auf das Schreinerdreieck, das ihr vorher gemacht habt, dass ihr die Ecke nachher eindeutig zuordnen könnt. Denn jede Ecke ist individuell. Ihr habt immer kleine Abweichungen. Das Ganze passt aber trotzdem, da ihr die Zinken 1:1 auf das Schwalbenbrett übertragt. Auch beim Schwalbenbrett wird aber zunächst einmal die Materialstärke leicht angerissen. Auch hier nicht zu fest vorritzen, nur leicht. Dann stellt ihr das Zinkenbrett auf das Schwalbenbrett, bündig mit der Nut. Hier läuft ja später der Boden entlang. So. Und jetzt übertragt ihr das Ganze vorsichtig mit dem Bleistift. Wenn ihr mit wenig Druck arbeitet und das Zinkenbrett mit einer Hand etwas festhaltet, braucht ihr hier nichts festzuspannen. Wirklich mit wenig Druck am Bleistift. Mehrmals in der Ecke entlangfahren und damit übertragt ihr genau eure
Zinken auf das Schwalbenbrett. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Linie noch etwas fester nachziehen. Das kommt auch immer etwas darauf an, ob ihr ein helles Holz habt oder ein dunkles Holz, wie gut ihr also die Anrisse seht. Ihr könnt das auch nochmal gegenprüfen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, stellt das Brett noch einmal drauf, prüft eure Linien, das passt alles. Und jetzt zieht ihr diese Linien im rechten Winkel auf die Kante. Da muss auch noch ein Sägeschnitt gemacht werden. Ihr könnt nicht auf der Rückseite anreißen, das funktioniert nicht. Denn ihr wisst ja nicht, ist diese Schräge, die ihr vorne habt, genau die Schräge, die ihr auf der Zinkenschablone habt. Das kann sein, aber es können auch Abweichungen drin sein. Also reißt nur dort an, wo ihr übertragen könnt und auf der Kante im rechten Winkel. Läuft die Säge hier oben am Strich, hier vorne am Riss, dann passt das auch hinten. Und dann wird wieder gesägt. Achtet darauf, dass ihr im Abfall sägt. Wieder umdrehen, die Rückseite kontrollieren, eventuell noch nachsägen. Und jetzt kommt wieder die Laubsäge für den Abfall. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorher diesen Riss noch etwas vertiefen. Das kommt ganz darauf an, wie tief ihr vorher schon angerissen habt. Wenn ihr den Riss vertieft, dann aber nur dort, wo auch gestemmt wird. Diesen Schnitt könnt ihr mit der Zinkensäge oder mit der Japansäge machen. Reißt den auch vorher an.
Das ist alles die gleiche Einstellung und bleibt beim Sägen aber ein klein wenig vom Riss weg. Jetzt wird wieder gestemmt. Stemmeisen wieder in den Riss setzen, leicht hinterstemmen und bis zur Mitte hin nach unten. Auch das Schwalbenbrett wird genau wie das Zinkenbrett etwas nachgeputzt, also die Ecken gesäubert. Und kontrolliert auch hier, dass der Zinken grundleicht hinterstemmt ist. Wenn ihr hier vom Riss weggeblieben seid beim Sägen, dann könnt ihr jetzt mit dem Stemmeisen, das ihr in den Riss legt, genau bis auf den Riss nacharbeiten. Macht dabei aber sehr schmale Schnitte. Nehmt nicht zu viel Material auf einmal weg. Das geht dann zu schwer, ihr braucht dann zu viel Kraft. Und schneidet zunächst einmal rundherum. Dann schält ihr dieses überschüssige Material Stück für Stück weg. Und so bekommt ihr eine schöne gerade Kante an dieser Stelle. Die Ecke sauber stechen. Und dann probiert ihr, ob das Ganze passt oder noch etwas nachgearbeitet werden muss. Eine solche Verbindung darf mit leichten Hammerschlägen zusammengehen, ohne dass hier irgendwo was aufreißt. Und mit etwas Übung kriegt ihr Zinkenverbindungen hin, die fast auf Anhieb passen. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist nach dem Verleimen die Überstände weghobeln. Denn die sind gewollt. Das ist viel einfacher, als das 100% bündig hinzubekommen oder im schlimmsten Fall steht die Fläche über und ihr müsst die ganze Fläche runterhobeln. Also lasst immer das Hirnholz minimal überstehen, wenige Zehntel, das wird dann nachher weggehobelt. Wenn alle Zinken passen
und die Innenseiten eurer Schubladen auch glatt sind, geschliffen oder gehobelt, dann könnt ihr die Schubladen verleimen. Und das Tolle an gezinkten Schubladen ist, dass sie sehr einfach zu verleimen sind. Ihr braucht nur Leim anzugeben an die Zinkenteile und wenn eure Zinken gut passen, klopft ihr die Kästen oder Schubladen, was immer ihr auch gezinkt habt, zusammen, richtet sie im Winkel aus, stellt sie zur Seite und lasst sie trocknen. Im Idealfall braucht ihr keine Schraubzwingen. Gebt den Leim satt, aber nicht zu viel, an die Zinkenteile an, in den Zinkengrund, an die Seiten. Und auch an die Innenseite, überall dort, wo die Teile zusammenkommen, wo Kontaktflächen sind. Das Ganze sollte zügig gehen, vor allem im Sommer. Wenn die Temperaturen steigen, trocknet auch euer Leim schneller. Der Leim sollte möglichst frisch sein, wenn die Teile zusammengesteckt werden. Achtet auf eure Markierungen, auf euer Schreinerdreieck, dass ihr die Teile wirklich wieder so zusammensteckt, wie sie auch ursprünglich waren. Steckt die Teile erst einmal lose zusammen, ohne dass ihr sie zusammenklopft. Und erst wenn ihr alle vier Teile zusammen habt, dann klopft ihr mit einem Hammer und einer Zulage die Schublade richtig fest zusammen. Klopft beim Zusammenschlagen der Schublade auf die Schwalbenteile, nicht auf die Zinken. Die Zinken stehen ja über. Wenn ihr da drauf klopft, gehen eure Schubladenteile nicht ganz zusammen. Wenn alles dicht ist, kontrolliert ihr den Winkel. Diese Schublade ist nicht im Winkel. Ich drücke sie jetzt einfach in den Winkel, prüfe wieder. Jetzt stimmt der rechte Winkel. Fast perfekt, noch ein wenig. Ich zeige euch nachher noch, wie ihr mit dem Schubladenboden die letzten Winkelkorrekturen machen könnt, also beim Einsetzen des Schubladenbodens. Wenn also eure Schublade beim Verleimen nicht ganz perfekt in den rechten Winkel kommt, ist das noch kein Problem. Ein bisschen was kann man mit dem Schubladenboden noch korrigieren. Und wenn das Ganze passt, stellt ihr eure Schublade zur Seite und lasst den Leim trocknen. Außen nach innen hobelt, also niemals über die ganze Länge hobelt, sonst platzt euch hier irgendwas weg. Nehmt zuerst mit kurzen Hobelstößen das Hirnholz ab. Das macht ihr Zinke für Zinke. Und wenn das bündig ist, dann zieht ihr auch noch über die Fläche, aber nehmt den Hobel am Schluss hoch, damit ihr wirklich nicht über dieses Holz hier hinaus hobelt. Hier habt ihr Querholz, das würde euch wegbrechen. Die leichten Anrisse könnt ihr auch mit dem Hobel entfernen.
Das macht ihr an allen vier Ecken und an allen vier Seiten. Wenn ihr eure Schubkästen fertig verputzt habt, die Kanten gebrochen sind und soweit diese Schubkästen auch fertig zum Lackieren sind, dann könnt ihr noch die Böden einpassen. Ihr messt euch die benötigten Maße direkt am Schubkasten aus, messt zwischen den beiden Nuten, gebt dort aber 2 mm Luft. Der Länge sollte sich gegenüber der Planung nichts verändert haben, sonst passen eure Schubladenführungen nicht mehr. Das sind in dem Fall 290 mm. Das passt soweit noch. Die Schubladenböden werden angeschraubt. Dazu müsst ihr sie vorbohren. Berücksichtigt aber beim Vorbohren, dass später diese Kupplungsstücke hier in die Ecke geschraubt werden. In dem Bereich solltet ihr also keine Schraube setzen, damit das nachher gut funktioniert. Das sind 8 cm hier vom Ende aus. Etwa hier sitzt das Ganze. Mit 8 cm seid ihr auf der sicheren Seite. Und da bohrt ihr euch dann die Schraubenlöcher vor. Ich verwende 3 mm Schrauben, nehme also einen Bohrer mit 3,5 mm. 3 Schrauben reichen vollkommen aus. Jeweils 3 Schrauben vorne und 3 hinten. Diese Linie habe ich mit dem Streichmaß gezogen. Die Materialstärke der Schubladen beträgt 15 mm. Die Schrauben sitzen etwa in der Hälfte, damit mein Schubladenmaterial beim Verschrauben nicht aufplatzt. Also 7 mm. Das könnt ihr mit einem Streichmaß ganz prima anreißen. Der Einfachheit halber verwendet einfach die gleichen Maße. 8 cm vom Rand. Ungefähr. Und noch eine Schraube in die Mitte. Das macht ihr natürlich bei beiden Böden und entfernt noch die Fransen. Beim Verleimen der Schubladen habt ihr ja schon auf den rechten Winkel geachtet. Jetzt beim Verschrauben des Bodens könnt ihr den Winkel nochmal prüfen und bei Bedarf korrigieren. Das ist das Praktische bei dieser Schubladenkonstruktion. Würdet ihr den Boden komplett einnuten, also alle vier Seiten, könntet ihr nach dem Verleimen des Schubkastens nichts mehr korrigieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr für die Oberflächenbehandlung den Boden rausnehmen könnt und die beiden Teile getrennt lackieren oder ölen könnt. Das ist viel einfacher, als einen kompletten Schubkasten mit Boden auf der Innenseite zu lackieren. Ich verwende hier Rückwandschrauben, die sind 3 mm dick, haben einen relativ großen Kopf. Ihr könnt aber jede andere Schraube nehmen. Schraubt den Boden erst einmal an einer Seite fest, bündig oder parallel mit minimalem Versatz zur Schubladenfront. Jetzt prüft ihr eure Diagonalen. Ich habe hier genau 46 cm. Hier sind es 46,1. Jetzt könnt ihr die Schublade mit einer schräg angesetzten Zwinge in den rechten Winkel drücken. Nur ganz wenig Druck. Nochmal die Diagonale prüfen, 46,1, das sollte dann passen. Und jetzt verschraubt ihr euren Boden auch auf der anderen Seite. Prüft das Ganze noch einmal. 46,1, 46,1. Mit der letzten Schraube wird das Ganze bombenfest.
Und der Boden hält nun die Schublade im rechten Winkel. Damit werden die Schubladen jetzt fertig zum Lackieren und für den späteren Einbau in den Schrank. Und wie ihr seht, ist der Bau von Schubladen gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur vorher anhand der Zeichnung des Herstellers die benötigten Maße ausrechnen und dann sorgfältig diese Schubladen bauen. Ob ihr die Eckverbindung handgezinkt macht, mit Flachdübeln, Runddübeln, wie auch immer, das spielt dabei keine Rolle. Natürlich dauern handgezinkte Schubladen länger, als wenn ihr einfach nur Flachdübel reinmacht, aber es ist eine schöne, eine sehr entspannende Arbeit. Vielleicht schreibt ihr mal eure Erfahrungen mit handgezinkten Eckverbindungen in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Fragen oder Anregungen. Auch die könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und natürlich könnt ihr euch auch untereinander einfach über die Kommentare austauschen. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.